Also heute mal dann die zweite Version. Ja, hab gerade noch ein bisschen weitergezockt nach dem ersten Video und hab gleich das zweite Video aufgenommen mit dem zweiten Deck, um einfach mal schön gerade das Rogue-Feeling auszukosten. Ja, wer das erste Video gesehen hat, weiß, dass ich hier diese vier auf jeden Fall mit dabei habe. Jetzt haben wir noch den Merfolk-Rogue mit dabei. Der ist unglaublich gut, auch zum Blocken gut geeignet, weil man kann blocken, ihn opfern und dann eine Karte ziehen. Außerdem fliegt er. Was wichtig ist, weil wir brauchen einfach Kreaturen, die ohne Probleme durchkommen können, um hier zum Beispiel, das ist eine andere Karte, jetzt in diesem Rogue-Deck, um Karten, die ungeblockt sind und den Gegner Kampfschaden zufügen, dass wir Karten ziehen können. Ne? Also unglaublich gut und wichtig. Ansonsten haben wir neu noch mit dabei den Ashiok. Der gibt uns nochmal zwei, drei Nightmares als zum Blocken und mühlt auch nochmal. Also die Mühl-Thematik ist hier noch ein bisschen stärker vorhanden. Aber es geht auch hier um minus 3 Return Target Non-Permanent to Owner's Hand, weil wir wollen den Gegner einfach so weit ja, behindern, dass er gut spielen kann und unsere Kreaturen immer durchkommen, um Schaden zu dealen oder auch dann Karten ziehen zu können. Ansonsten haben wir noch Sarret mit dabei. Klar, wenn er ungetappt ist, ein Rogue, können wir den auf die Hand zurücknehmen und dann können wir uns ein Permanent von dem Friedhof des Gegners aussuchen. Um weiter auch diese Mühe-Thematik noch ein bisschen zu forcieren, haben wir noch den Conrad, den Sir Conrad mit dabei. Immer wenn eine Kreatur auf den Friedhof gelegt wird, außer er selbst, macht er dann auch noch einen Schaden. Also wenn wir fleißig mühen und dann auch noch Kreaturen vom Gegner, sage ich mal, treffen, dann kriegt er noch Schaden. Und wir können auch eine schwarze, eine farblose Mana bezahlen und selbst mühen durch ihn. Dann deckt jeder quasi die oberste Karte auch auf, wir auch, und müssen die den Friedhof packen. Und wenn es dann halt ein Planeswalker, eine Kreatur ist, dann kriegt der Gegner Friede. Kreatur, die in den Friedhof geht, ein Schaden. Ne? Also auch nochmal ein bisschen mehr diese Mühltaktik ausgenutzt, um Schaden zu verteilen. Ja, bin gespannt, ob wir den später auch mal im Turnier sehen werden. Ansonsten haben wir hier den Nykrod Scavenger mit dabei und wir haben einmal die Verzauberung, wo wir eine Kreatur fliegen und plus 3 plus 1 geben können. Wir können die auch von unserem Friedhof spielen. Ich finde die Karte unglaublich gut. Das ist ein schöner Überraschungseffekt, weil keiner damit rechnet. Und wir können da vielleicht auch den Sarret vielleicht fliegen geben und angreifen lassen. Ja, also damit rechnet einfach keiner. Ist eine schöne Überraschungskarte, die auch noch richtig viel Schaden machen kann mit plus 3 plus 1. Ja, dann haben wir noch Brazen Borrower mit dabei. Viermal hier den Counter. Also ähnlich wie das erste Deck, aber doch dennoch nicht gleich. Ne? Also mit 4, 6, 7, 11 Karten, die wir verändert haben, kann man schon sagen, dass es ein neues Deck ist. Auch wenn die Grundkarten, die mir gleich geblieben sind. So, aber jetzt genug geredet. Jetzt lasst uns auch mal hier 5 Game zocken. Ich bin richtig heiß drauf und freue mich drauf, euch dieses Deck präsentieren zu können. Auf zu guten Spielen. Ich bin gespannt, welche Decks uns erwarten. Und gerade in der neuen Saison mit 4 neuen Karten hat man unglaublich viel Freude, einfach mal die Deckvielfalt und na, abwechselnd zu sehen. Besser als wenn. Naja, im vergangenen Standard. Aber egal. So, jetzt starten wir. Bis gleich im ersten Game. So, zweites Deck, zweiter Spaß. Wir schauen mal rein. So. Ja, kann man so nehmen, ne? Lassen wir es einfach mal so, wie es ist. Erste, zweiter. So. End of Turn. Gucken, ob er das spielt. Spielt nix. Dann spielen wir ihn trotzdem. Auch wenn wir kein Target haben und ihn nicht mühen können. Aber wie können wir ihn angreifen? Und dann können wir ihn trotzdem mühen für zwei. Das ist schon mal nicht so schlecht. Das machen wir auch. So. Er sucht ein Land oder mal gucken, was er sucht. Mal gucken, was er überhaupt spielt. Das ist natürlich nicht so optimal. Da kann er Karten ziehen mehr. Aber so geht's doch schon mal.
Einer weniger, leider. Dann greifen wir mal an. In der nächsten Runde können wir vielleicht das Enchantment spielen. Mal schauen. Probieren wir mal den so geflasht zu spielen. Oder ob er ihn uns countert. Nee. Naja, wenigstens können wir eine Karte gleich ziehen. Spielen ihn. Der dealt Combat Damage, wir können eine Karte ziehen. Was nicht schlecht ist. So, nächste Runde spielen wir ihn. Hoffentlich können wir mit ihm nochmal angreifen. Auch nochmal mühlen. Mal schauen. Was er da so hat. Karten ziehen. Okay. Dann nutzen wir das mal und spielen ihn, wenn er schon mal durchgetappt ist. So, die Karten gehen dann nicht, die gehen dann ins Exile. Nochmal zwei. Interessante Kombination, die er hier hat. Scheinbar spielt er fast Creatureless. Boah, er hat nichts gegen Ashiok auszusetzen. Okay, erste Runde ging an uns. Super. So soll's sein. Mal eine ganz andere Kombination eines Rogue Decks und mit Ashiok gewonnen. Perfekt. Auf zum nächsten. So, wir fangen an. Na. Keepen wir auf jeden Fall. Eine blaue Mana wäre noch schön. So, der hat kein Flash, also spielen wir ihn gleich. Wenn er ihm Kampfschaden zufügt zum Spieler, dann können wir ihn mühen. Ansonsten können wir noch opfern und eine Karte ziehen. Außerdem ist er ein Flieger. Ah. Spielen wir ihn mal. Und mühen ihn für zwei. Zwei Länder weg. No Attack. Kann ja blocken mit dem 0-2er. Mal schauen, was er macht. Oh, die ist weniger schön. Na, spielen wir ihn mal. Und greifen mit beiden an. So, jetzt haben wir einen schönen Flieger. Können wir es auf die Hand zurückgeben, wenn er was Böses spielen sollte. Können auch eine Kreatur noch fliegen geben, ihn hier zum Beispiel. Falls wir keine Mana ziehen sollten oder wir spielen ihn. Mal gucken. Mal schauen, was er macht. Auf jeden Fall kriegt er für jedes Land, was er spielt, eine Mana seiner Wahl. Was sehr nervig sein kann. Ja, hat er schon mal 4 Mana. Hiermit hätte er sogar 5 Mana. Okay. Ihm gibt er einen Counter. Okay.
Okay. Kann er wie Nota spielen? Könnte er, ne? Und dann wenn wir richtig Schadenspunkte bekommen. Könnte er irgendwie Nota spielen, aber hätte er auch jetzt spielen können, oder? Geben wir ihm Fliegen, dann greifen die beiden fliegend an. Jetzt geben wir ihm lieber was auf die Hand und greifen nochmal an. Das ist echt schwer. Wir sind aggressiv. Und greifen mit allen an. Ich hoffe, es rächt sich nicht. So, 4 Lebenspunkte für uns. Da ist Gott sein Land gegangen. Ich hoffe, er zieht kein Land nach. Wobei ich gerne wissen möchte, ob er wie Nota spielt. Das heißt, wenn dann seine Kreaturen angreifen. Gut, er ist ein Human Knight. Sechs hat er. Was würden wir machen, wenn wir jetzt blau ziehen? Noch einer. Oh, jetzt kriegt er aber Mana. Jetzt bekommt er aber Mana. Und nochmal zwei, hat er 6 Mana insgesamt. Das wäre jetzt sehr tragisch hier. Interessantes Deck auf jeden Fall. Kann er... Noch einer. Wenn er stirbt, Token. Können auch das zeigen und gucken, ob wir noch eine blaue Mana bekommen. Da ist eine blaue Mana, sehr schön. Dann machen wir doch mal eins. Wir. Vier, acht, zehn, 12 Schadenspunkte. Greifen wir mit allen an.
Den Block da, okay, dann geben wir ihm minus 2, oh, das ist sehr gut. Wir nochmal 4 Lebenspunkte, er ist bei 7. Nochmal 2 Token. Spielen wir ihn noch. Puh. End of Turn. Hätte mal Feuer machen sollen. Mist. Ja, das soll es gewesen sein. Good game. Hoffe ich. Weil wenn er damit, er kann den Dicken blocken, kommen 5, 6, 7 Schadenspunkte durch. Er blockt ihn. Ja, wobei er hat nicht genug Mana, um sich einen Food Token zu machen. Okay. No Blocks. So, dann können wir ihm den Flieger auf die Hand geben. Den blauen Mann sowieso. So, kann er nur Unzerstörer geben. Der ist weg. Und wir greifen an und sollten unser zweites Game auch gewonnen haben. Und diesmal ein bisschen anders, ne? Also nicht mit Ashiok. Sehr schön. Auf zum nächsten. So, der Gegner darf anfangen. Ja, behalten wir mal. Auch ein schönes Motiv. Ah, sehr. Nein! Kennst ist denn das Blau? Na, warten wir mal ab. Hat der Flash. Können wir in seiner Runde spielen? Spielen wir in seiner Runde. Möchte ich eigentlich nicht gerne haben. Der nächsten Runde spielen wir ihn und ihn. Ihn möchte er auch nicht haben, ist auch schön. Auch nicht so schön. Okay, das ging zu schnell. Ja, drittes Game geht auch an uns. So, wir fangen an. Ja, keepen wir. Ja, fehlt uns eine schwarze Mana eigentlich. Puh. Puh, schwierig, schwierig, schwierig. Na, machen wir mal Maligen draus. Ist schon besser. Keep, keep, keep. Keep, wir packen leider Ashiok weg. Aber, was soll's? Anders geht's leider nicht. Drei Länder sind nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Können wir ihn auch noch verzaubern, eventuell. Gucken. Counter. Komm. Wir legen hier los. Und sind richtig aggressiv. Oh, sehr gut gewesen, dass wir hier Banishing Light weggemühlt haben. Glück gehabt. Hauptsache er hat nicht noch eins. Ansonsten kann natürlich dieses Deck da drüben auch richtig explodieren, weil er gibt hier doppelte Counter, plus 1 Counter.
Wir greifen mal an. Und sagen Go. Können ja dann sehen, dass wir, wenn er irgendwas zaubern sollte, können wir es countern. Zum Beispiel den hier. Weg damit. Nochmal. Länder, das war jetzt nicht so optimal. Na, schauen, ob er irgendwie, wo man es hochstärkt. Den countern wir ihn auch. Das ist ja 5. Müssen wir jetzt mal zeigen. Also schade drum. Spielen wir ihn noch. So, jetzt muss er uns eine Kreatur auf jeden Fall weg eliminieren. Kriegt einen Lebenspunkt durch ihn. Kriegt zwei Lebenspunkte. Mist. Dann blocken wir ihn hier. Und ziehen keine Karte. Kriegt zwei Leben. Oh Mann, Mann, Mann. Ein bisschen Glück hier gerade. Und nochmal. Puh. So, einen machen wir noch einer. Kann er gerne haben. Geht er auf die Hand zurück? Kann doch nicht wahr sein. Eine Mana. Da ist er. Wir greifen wieder an. Er muss blocken. So. Auf ein neues. Unfassbar. Zwei Schadenspunkte wieder für uns. Zwei Leben für ihn. Vier Leben. Klar, vier. Nehmen wir ihn und probieren wir unser Glück. Jetzt hoffen wir mal, dass es funktioniert.
Ja, er kriegt jetzt für jede Kreatur, die auf dem Friedhof gelegt wird, einen Schadenspunkt durch ihn hier. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Lifegain kriegt er nochmal. Zwei Lebenspunkte. Er kann nochmal einen Counter verteilen. Aber wir können ihn quasi auch mühlen. So. Wenn er stirbt, was passiert dann? Another creature dies, all creature put. Probieren wir unser Glück mal. So, jetzt ist Gambling, ne? Schaffen wir es nochmal, dass wir eine Kreatur finden? Nein. Jawohl, da ist er. Haha, geschafft. Sir Conrad hat den Sieg erbracht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nämlich jedes Mal, wenn wir eine Kreatur mühen. Von uns oder von ihm kriegt er für die Kreatur, die da in den Friedhof gelegt wird, einen Schadenspunkt. Wow, cooles Match und seine Life-Gainer haben mich ganz schön aufgehalten. Schön. So, der Gegner fängt wieder leider an. Aber ich möchte einfach mal sagen, wir machen Mulligan, das ist nicht gut. Keep. Ich möchte gar nichts verlieren dadurch. Eigentlich gar nichts. Ich packe mal die Insel weg. Weil hier kann ich mir aussuchen, ob es eine blaue oder schwarze Mana sein soll. Aber ich muss mal sagen, also ich glaube, wir werden die Rogue Decks häufiger mal sehen. Die sind richtig, richtig gut. Beeindruckend gut. Also muss ich wirklich sagen. Autsch. Ist nicht so schön. Nicht so schön. Drei. Können wir sowas countern? Na, jetzt zieht er eine Karte. Nicht doch. Wollen wir nicht. Weg damit. Dann probieren wir mal unser Glück hier mit dem Nighthawk. Der ist nämlich 6 schon. Durchs Artefakt, Kreatur, Instant Sorcery ist das natürlich unglaublich gut. Aber er hat auch nur 3 hinten. Also scheint er erstmal nichts zu haben. Und dann greifen wir mal an für 6. Dann kriegen wir mal 6 Leben und wir haben noch einen Ashiok für die nächste Runde. Das ist nicht ganz so schlecht. Das Turtle gelernt ist Control. Ist Control. What? Natürlich suchen wir uns was raus. Nicht sehr schön. Okay. Dann lassen wir ihn mal eine Karte ziehen. Nee, gar keine Karte ziehen. Schwarz. Und greifen mal an. 6.
spielen Ashiok. Und spielen ihn hier. So, jetzt haben wir was zum Blocken. Ja, voilà. Scheinbar nichts auf der Hand, was ihm irgendwie weiterhelfen kann. Das ist gut. Das ist grundsätzlich gut. Gehen wir ihm auf die Hand? Nee, brauchen wir nicht. Wir greifen mal mit dem an. Hätten wir mit beiden angegriffen, hätte er nur einen Schadenspunkt mehr bekommen. Mir ist lieber, dass wir jetzt noch sowas bauen. Den können wir spielen. Und notfalls auch nochmal reinopfern, falls er etwas hat, wo er 4 Schadenspunkte dealt. Dann ist es in Ordnung, dann können wir ihn hier noch spielen. Gucken. Ne. Schauen, was er macht. Und blocken also. Weil wenn die geblockt werden, kommen 4 Karten weg. Wow. Da ist sie. Stormbrass. So, letztes Game. Schaffen wir das jetzt, die letzten 2 Schadenspunkte noch irgendwie hinzubekommen? Ja, jetzt hätten wir. Haben wir einen Counter noch drin? Bestimmt, oder? Okay. Ah, super ärgerlich. Surprise me. Aber wir haben hier noch eine Flash-Kreatur. Extra nicht gespielt. Genau aus diesen Gründen. Und sagen, good game. So, das war das 5. Game. Sehr gut auch hier funktioniert. Ich denke, wir werden sicherlich andere Arten von Rogue-Decks noch sehen, aber die Kombination mit Rogues ist schon extrem gut und macht super viel Spaß, sehr abwechslungsreich. Und wenn ihr eine Idee habt, wie man die roten Rogues noch mit einbauen kann, ne? Also, was ich meine ist, Standard, not collected. Die hier, ja, die kann man, die ist einfach super, Robber. Oder mir fehlt die noch, die finde ich auch nicht schlecht, aber ich wollte mir jetzt nicht craften, finde ich auch unglaublich gut. Dann müssten wir das mal überlegen oder auch ihn hier. Das sind auf jeden Fall schöne Karten, die man vielleicht sich craften sollte, vielleicht auch nicht. Ich warte erstmal ab, was ich für andere Karten bekomme. Aber vielleicht habt ihr eine Decklist, die dreifarbig ist oder vielleicht rot mit innen beinhaltet. Dann würde es mich auf jeden Fall interessieren, weil daran doktor ich jetzt die nächsten Tage oder mal gucken. Vielleicht kriege ich da auch Tipps von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wem es gefallen hat, lasst doch einen Daumen dann nach oben da oder lasst ein Abo da. Freue mich jedes Mal. Oder auch ein Kommentar. Ja, Kommentare finde ich auch super. Also, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!